Seid gegrüßt, ihr Hübschen. Ich möchte euch ganz kurz meine neue Oberleitung zeigen. Wir haben hier Mastvariante Nummer 1. Schon mit der Kilometerangabe von mir bestückt. Das ist allerdings ein Geburtsdatum. Da habe ich mir einen kleinen Gag erlaubt. Und ja, ich finde, das sieht ganz cool aus. Hier ist noch ohne Sockel. Sonst hätte es von der Höhe vom Fahrrad nicht gepasst. Dann haben wir Mastvariante 1 hier mit Sockel. Kann sein, dass das jetzt durch die Kamera etwas krumm wirkt. Die Masten sind allerdings gerade. Ja, das wirkt etwas schief. Ich hoffe, das stört nicht. Gut, weiter zum nächsten Mast. Ah, hier auch nochmal. Kleinen Gag erlaubt, ne? Ja, dann haben wir Mastvariante 1 mit dem neuen 3D gedruckten Sockel. Das Einzige, was hier wirklich noch fehlt, sind die Isolatoren, um das Ganze perfekt zu machen, wie ich finde. Vielleicht kann man über die Mastfarbe noch etwas streiten, denn wenn man es hier vergleicht mit den Signalfarben, ist es etwas dunkler. Werde ich nochmal nachmalen. Sollte gehen. Ja, dann seht ihr hier Mastvariante 2 das Quertragwerk, auch selbst gemacht natürlich. Bespannt schon alles. Zweite Quertragwerk. Und dann kommen wir zu Mastvariante 3, den Mittelmast. Auch hier schon mit dem neuen Fuß. Ja, was mich jetzt interessiert, wie findet ihr diese komplett selbstgemachte Oberleitung? Wäre das interessant für euch, das vielleicht auch selbst zu versuchen? Findet ihr, das mit dem Ergebnis kann man leben oder das entspricht halt so gar nicht dem, was man erwartet? Ja, würde mich einfach mal interessieren. Und wenn ihr ein Tutorial-Video möchtet, wie man sich die einzelnen Masten macht, welche Files man dazu braucht, wie man die bearbeiten muss, wie man sich die Schablonen für die Fahrdrähte selbst machen kann, dann ist ganz wichtig, das Video liken und kommentieren. Somit weiß ich, dass ich mir die Mühe machen soll, und darüber ein Video zu machen. Gut, das war's auch schon. Das ist eigentlich alles, was ich wissen möchte, beziehungsweise euch zeigen möchte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jetzt raus an die Sonne. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Bim. Ciao.